Hallo und herzlich willkommen zu einem Heimwerker Technik- und Produktpräsentationsvideo. In diesem möchte ich euch eine extrem leistungsstarke 230 Volt Powerbank aus dem Hause Jackery vorstellen, und zwar die Explorer 500. Eine solche Powerbank richtet sich natürlich primär an Caravan- oder Wohnmobilbesitzer als an Leute wie mich, die mit dem Rucksack unterwegs sind, denn dieses etwa 6,5 Kilogramm schwere Kraftwerk ist natürlich alles andere als geeignet, um auf einer Rucksacktour mitgenommen zu werden. Dennoch denke ich, dass dieses Gerät wirklich auch im Haushalt sinnvoll eingesetzt werden kann oder auch im Garten, wenn man eine Gartenlaube hat, wo kein 230 Volt Anschluss zur Verfügung steht, oder der ein oder andere hat ja mittlerweile auch schon Angst vor einem bevorstehenden Blackout, ne? Da kann man dann schon ein bisschen preppen mit, also Krisenvorsorge betreiben, sage ich mal. In diesem Video möchte ich mich aber darauf beschränken, das Gerät einfach mal auf Herz und Nieren zu testen, wie leistungsstark es ist, und dabei gibt es auch ein schönes Solarpanel, und damit ist man dann natürlich auch autark unterwegs, kann das Gerät immer wieder nachladen, ist wirklich unabhängig, und damit würde ich sagen, schauen wir uns das Gerät mal etwas genauer an. Die Explorer 500 kann über verschiedene Arten aufgeladen werden, beispielsweise über das mitgelieferte Kfz-Kabel. Das hier würde man in den Zigarettenanzünder stecken und das andere Ende eben in den Gleichspannungseingang der Powerbank. Das werden wir uns nicht weiter anschauen. Was das macht, ist klar, einfach ein Ladekabel für das Auto. Und dann wird auch mitgeliefert dieses 230 Volt Netzteil. Das ist jetzt schon ein bisschen zerpflückt hier mit den Kabeln, weil ich das natürlich benutzen musste, um die Powerbank vollständig aufzuladen. Das hat tatsächlich etwa 4 Stunden gedauert bei einer Akkukapazität von 50%. Damit wurde das Ding ausgeliefert, und das deckt sich auch ungefähr mit der Herstellerangabe, der da von einer Ladezeit für vollständig aufzuladen von 7 Stunden spricht. Ja, dann schauen wir uns das mal genauer an hier. Hier wäre die 230 Volt Steckdose, die mit 500 Watt dauerhaft belastet werden kann und kurzzeitig auch mit einer Spitzenlast von 1000 Watt beaufschlagt werden kann. Wie lang das, die 1000 Watt durchhält, steht in der Bedienungsanleitung nicht drin, aber Spitzenwerte, das kann, glaube ich, schon reichen. Wenn das unter Laborbedingungen für eine Millisekunde diese 1000 Watt bringt, dann kann man das eben mit so draufschreiben. Auf jeden Fall werden wir uns hier diese Sinuskurve, die werden wir uns später mal anschauen und oszilloskopieren. Nebenan hätten wir dann die USB-Ports, da kann man Handy oder Tablet drüber laden, und daneben anderen eine Kfz-Steckdose für, ja, eben Geräte, die man in einen Zigarettenanzünder reinsteckt. Ja, hier oben hätten wir dann ein Display, und das finde ich auch sehr klasse. Da bekommt man dann eben direkt die Akkukapazität angezeigt und auch den Input und Output. Denn dieses Gerät kann man gleichzeitig laden, während man andere Geräte betreibt. So, dann schalten wir hier mal die Steckdose ein. Drückt man hier diesen Knopf hier, AC. Und dann sehen wir auch schon, er spuckt hier eine Leistung von 7 Watt aus. Wohin? Ja, man muss natürlich bedenken, da sind natürlich Umrichter drin, die aus der 21,6 Volt Akkuspannung die 230 Volt Sinuswechselspannung generieren, und dabei geht natürlich auch schon mal Energie verloren. Das muss man sich auch ganz klar vor Augen behalten, denn auch wenn der Akku 518,4 Wattstunden elektrische Energie speichern kann, werden wir die niemals zu 100% an unsere Verbraucher abgeben können, weil eben immer Umrichtungsverluste da sind, und auch wird der Akku niemals zu vollen 100% geladen sein und auch niemals zu 0% entladen werden. Ich schätze einfach mal, dass wir vielleicht so 400 Wattstunden rausbekommen können, aber das ist natürlich auch schon eine ganze Menge. So, dann noch als kleines Gadget oder Gimmick, will ich mal sagen, hätten wir hier noch eine Taschenlampe. Die ist auch relativ hell und durchaus brauchbar, und da war meine erste Idee gewesen, euch diese Powerbank als ultrakompakte Reisetaschenlampe vorzustellen und dann zu sagen, nein, Joke, das ist eine Powerbank, die auch eine Taschenlampe hat. Habe ich mir jetzt gespart, aber leuchten kann sie halt auch, und damit würde ich sagen, kommen wir auch zum ersten Härtetest. Also, ich habe lange überlegt, was ich mit dieser Powerbank machen könnte, und so habe ich meine Freundin mal gefragt, und sie sagte, ja, ich könnte doch etwas, irgendwelche Maschinen damit betreiben, um etwas zu bauen. Und da sagte sie, sie hätte Spaß an so einer Schaumkusswurfmaschine, wo man dann mit einem Tennisball oder ähnlichem auf eine Zielscheibe wirft, und damit wird ein Mechanismus ausgelöst, der dann einen Schaumkuss nach vorne flitscht, und dass man die dann fangen muss mit dem Mund, mit den Fingern, wie auch immer, ne? Ja, und so habe ich mir gedacht, das wollen wir heute
machen. Daran glauben wird auf jeden Fall dann auch das Brett vom Tanz in den Mai-Livestream. Das war das DJ-Pult. Müssen wir halt ein neues kaufen für den nächsten Stream. Und ja, die ganzen Gerätschaften, die ich brauchen werde, möchte ich über die Powerbank eben hier betreiben. Und dann fangen wir als erstes mal an hier mit der Stichsäge. Schalten wir hier die 230 Volt ein. Die ist angegeben mit 400 Watt Leistung, also ist in dem Bereich, was die Powerbank auch verspricht. Ne? Schalten wir mal ein. Ja, da konnten wir sehen, die Leerlaufleistung liegt so bei etwa 280 Watt. Die wird natürlich die Leistungsaufnahme steigen, wenn wir mit dem Sägeblatt eben in das Holz reinsägen. Dann muss der Motor stärker arbeiten. Und dann werden wir mal sehen, ob das auch wirklich ausreichen wird. Dann hatte ich vorgehabt, auch die Verschraubungen, die wir da machen müssen, mit einer Bohrmaschine zu machen. Die hat eine Leistung von 850 Watt. Das ist natürlich weit über dem, was die Powerbank verspricht, dauerhaft leisten zu können. Ob es wirklich funktionieren kann, weiß ich nicht, weil die Bohrmaschine auch eine elektronische Ansteuerung hat. Ich glaube, da ist eine Phasenanschnittsteuerung drin. Und da könnte ich mir vorstellen, dass das irgendwelche Rückkopplungen zur Powerbank gibt, weswegen die vielleicht nicht ganz so funktionieren würde. Und ja, probieren wir einfach mal aus. Ja, also erst ging's. Ne? Ich habe dann langsam weiter Gas gegeben. Die hat auch ein bisschen beschleunigt, aber meine Vermutung hat sich bestätigt. Die ist jetzt hier, hier ist dieses Warnsymbol, jetzt ist es aus. Also sie hat auf jeden Fall auch eine Schutzvorrichtung drin, die vor, ich sag mal, schädlichen Verbrauchern schützt. Ja, wie diese Bohrmaschine. Wie gesagt, so ganz bin ich da jetzt nicht im Bilde, was da jetzt los ist. Wir können es nochmal machen. Das Warnsymbol ist aus. Steckdose an. Display läuft, okay. Nee, da weigert sie sich. Die geht hoch auf 30 Watt und schaltet dann hier in den Alarmmodus, womit dann alle Ausgänge stillgeschaltet werden. Finde ich super, ne? Schutzvorrichtung, das heißt, dieses Ding ist quasi unkaputtbar, im gewissen Rahmen natürlich, aber damit fällt das Schrauben mit Hilfe der Bohrmaschine leider aus und wir werden auf einen Schraubendreher zurückgreifen müssen. Und damit würde ich sagen, lange geredet, los geht's. So, das Werk ist vollbracht. Hier steht meine selbstgebaute Schaumkuss-Flitschmaschine. Da ist natürlich immer noch jede Menge Verbesserungspotenzial da. Aber ich denke, bis zum Geburtstag vom Sohnemann wird das dann auch fertig sein. Und jetzt für den ersten Testlauf soll es auch reichen. Ich will auch gar nicht weiter hier auf Details eingehen, denn hier geht es ja um die Powerbank und nicht um diese Wurfmaschine. Dennoch möchte ich euch sie hier kurz zeigen, denn ich habe ja die Stichsäge, die ich benutzt habe, und die Heißklebepistole einzig mit der Powerbank hier betrieben. Und das hat wunderbar geklappt. Der Mechanismus hier, der ist ein bisschen, da muss man aufpassen, das ist so nach dem Prinzip Mausefalle, ne? Da ist auch ganz schön Spannung drauf auf dem Expander-Gummi. So, dann legen wir mal hier so einen Schokokuss hier in die Form rein. So, jetzt habe ich aber leider keinen Tennisball da und so nehmen wir einfach mal hier den Schraubendreher, mit dem habe ich eben schon mal geworfen. Ja. Und dann wünscht mir Glück, dass das jetzt auch mit dem Schokokuss passt, denn ich habe das bisher nämlich nur hier mit dem Mikrofonpelz probehalber probiert. Und jetzt kommt das erste Mal die Generalprobe mit einem Schokokuss, also feuerfrei. Ja. Gut, der ist auf den Boden geflitscht, auch nicht allzu weit. Also ihr seht, da herrscht auf jeden Fall noch Verbesserungspotenzial. Mmh. Schmeckt trotzdem gut. Und so würde ich sagen, gehen wir mal eine Etage tiefer, runter in den Keller zum Oszilloskop.
Und damit herzlich willkommen im Laboratorium. Hier möchte ich jetzt gleich mit euch zusammen die Powerbank oszilloskopieren. Dazu habe ich hier so ein kleines Messbrettchen aufgebaut. Und zwar habe ich da eine 40 Watt Glühlampe draufgeschraubt und in Reihe dazu einfach einen 100 Ohm Widerstand reingelötet. Und das Ganze steckt hier oben gerade in der Steckerleiste drin. Ganz normal Haushaltsspannung 230 Volt. Ist noch ausgeschaltet. Und genau, dazu, denn das Problem ist, wenn wir oszilloskopieren wollen, müssen wir die Messspannung etwas runterdrücken, denn bei Spannungen größer als 50 oder 60 Volt haben wir hier Ausschläge, die über den Bildschirmrand hinausgehen würden und dann kann man das nicht mehr schön ablesen bzw. oszilloskopieren. Dazu habe ich mir hier den Widerstand der Lampe ausgerechnet, der beträgt etwa 1,3 Kiloohm und in Reihe dazu eben der 100 Ohm Widerstand. Das bedeutet so ganz grob, Pi mal Daumen mit viel gutem Willen, teilen sich die Spannungen da im Verhältnis 1 zu 10 auf. Das heißt, am Widerstand werden wir nachher deutlich weniger als 20 Volt anliegen haben. Aber ob wir uns nicht vertan haben, wollen wir natürlich erstmal vorher ausprobieren. Dazu schalten wir das Ganze mal ein, das Multimeter auch und klemmen uns hier einfach an den Widerstand dran. Und wir messen 15,2 Volt. Das ist eine sehr schöne Spannung. Damit können wir gleich arbeiten. So, bevor wir aber die Jackery Powerbank oszilloskopieren, habe ich hier nochmal eine alte Powerbank mitgebracht, mit der, die ich schon vor anderthalb Jahren, meine ich mal, gezeigt habe. Hier die Polaroid Powerbank, ne, auch 230 Volt. Da möchte ich zuerst euch mal den Spannungsverlauf anzeigen. Jetzt klemmen wir erstmal hier das oben raus, das ins Oszilloskop. Ja, das heißt, die Spannung vom Widerstand gebe ich jetzt als Signal ans Oszilloskop dran und die Versorgungsspannung klemmen wir jetzt hier an die Powerbank dran. So, und schalten die ein. So, und da seht ihr, der Spannungsverlauf. Ja, das Problem ist jetzt für euch, aufgrund der 30 FPS vom Handy flackert das bei euch hier auf dem Bildschirm. Ne? Das ist so ein bisschen am Flimmern. Ich gehe jetzt mal mit der Zeit ein bisschen runter. Ja, dann wird es noch schlimmer. Aber gut, ihr könnt es auf jeden Fall erahnen, dass der Spannungsverlauf hier so treppenförmig ist. Ne? Das heißt, hier hat man 0 Volt, dann geht's zack, steil nach oben, bleibt hier oben auf hohem Niveau, zack, geht wieder runter, bleibt ein bisschen bei 0, runter ins Negative, bleibt da, geht wieder hoch. Ne? Also so ein stufenförmiger Spannungsverlauf, den spuckt uns hier die Polaroid Powerbank aus. Und ja, das ist ein sehr unschöner Spannungsverlauf, hat so mit viel gutem Willen schon Ähnlichkeit mit dem Sinus, aber ist davon Lichtjahre natürlich entfernt. Ne? So, dazu schauen wir uns jetzt dann mal die Jackery Powerbank an, was die für ein Signal rausgibt. Ja, Leute, guckt euch das an. Ein Traum von einem Sinus. Jetzt könntet ihr ahnen hier so, ne? Hier ist eine Sinuswelle etwa drauf. Leute, wunderschön. Da geht mir richtig das Herz auf, ne? Richtig klasse. Ja, da wird es wieder ziemlich flackerig für euch. Für mich auch schon hier. Und dann müsst ihr bedenken, Oszilloskop, das ist ja keine durchgehende Linie, sondern einfach nur ein Punkt, der rasend schnell über den Bildschirm rauscht. Und deswegen kommen diese Interferenzbilder da auf dem Handy zustande, weswegen das so abgehackt aussieht. Aber trotzdem könnt ihr den sinusförmigen Verlauf erkennen. Ne? Und ja, da hat der Hersteller auf jeden Fall nicht gelogen. Finde ich richtig klasse, richtig großes Kino. Ne? Ob jetzt, also das könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, für welche Geräte eine solche Treppenspannung gefährlich sein könnte. Meine Vermutung ist, dass das nur bei ganz normalen Transformatoren, die man betreibt, so alte Steckernetzteile, sind ja auch schon mal Transformatoren drin, von einem ganz alten Nokia oder so, diese schweren Steckernetzteile. Da könnte ich mir vorstellen, dass solche Treppenspannungen eher Probleme machen, wie bei elektronischen Netzgeräten beispielsweise. Ich glaube, dass die mit, dass denen halt egal ist, ob die einen Sinus bekommen oder eine Treppenspannung, aber da bin ich nicht ganz gut informiert. Also bitte da an euch auch mal für mich die Information in die Kommentare schreiben, für welche Geräte eine zerhackte Treppenspannung gefährlich werden könnte. Gut, das dazu, haben wir das oszilloskopiert, das sieht sehr gut aus und trotz der ganzen Arbeit, die wir damit schon gemacht haben, haben wir immer noch 90% Restkapazität und damit würde ich sagen, gehen wir jetzt mal nach oben und schauen, was wir damit noch anfangen können. So,
So, nach der ganzen Schufterei haben wir uns jetzt auch mal ein Mittagessen verdient. Und da wird es hier jetzt Maultaschen in Waldpilzsuppe geben. Ganz was völlig Neues hat es so in der Form noch nie gegeben. Auf jeden Fall habe ich mir dafür hier extra angeschafft, für dieses Experiment, sage ich mal, eine ganz kleine 500 Watt Kochplatte. Und ja, damit will ich es hoffen, dass wir das hier auch gekocht bekommen. Ja, ich habe hier auch mal mitgebracht noch mein Leistungsmessgerät. Das habe ich einfach mit eingeschliffen. Dann können wir uns mal anschauen, ob die Angaben auf dem Display sich mit dem Messgerät ungefähr decken. Hat man so einen, noch einen zweiten Wert. Genau, dann würde ich sagen, schalten wir die Powerbank ein. Das Multimeter auch. Haben immer noch 90% Restenergie drin. Ja, und damit würde ich sagen, schalten wir die Kochplatte mal ein. Also die ist mit 500 Watt angegeben. Ich habe keine Ahnung, es könnten auch vielleicht 505 sein. Da sind ja immer so ein paar Herstellertoleranzen mit drin und es kann klappen, es kann aber auch in die Hose gehen. Das ist wirklich das erste Mal, dass ich die hier einschalte. Hier ist das Rädchen unten. Hier habe ich einen Topf auch schon vorbereitet mit kaltem Wasser, damit mir keiner sagen kann, ich würde hier schon vorgeheiztes Wasser benutzen. Das Wasser ist kalt. Und ja, jetzt schalten wir eben die Herdplatte ein. So. Dann gucken wir mal, Leistung geht hoch, 200, 300, 400, scheint sich einzupendeln. Was haben wir auf dem Multimeter? 420, ja okay, auf dem Multimeter haben wir 450 Watt und die Powerbank zeigt gerade mal 413 Watt an. Also sehr spannend, das ist doch ein deutlicher Unterschied, ne? Gut, aber weniger als 500 Watt, das ist sehr gut. Ah, und hier wird es auch schon warm. Also Topf direkt drauf. So, und ja, dann werden wir hier jetzt die Maultaschen eben wie gehabt zubereiten. Ich komme mal so ein bisschen hier rüber, dann könnt ihr auch sehen, was ich mache. Stellen wir uns vor, wir säßen draußen irgendwo in einem Lost Place und würden jetzt nach einem anstrengenden Marsch unser Essen hier zubereiten. Ja. Eine kann man auch so essen, ne? So, dann schauen wir mal. Ja, Energiegehalt 2% gesunken. Aber scheint zu funktionieren. Geil! Leute, richtig cool. Ja, aber trotzdem immer noch um die 30 Watt Unterschied. Und das finde ich jetzt nicht wenig, ne? Bei 3, 4 oder auch 5 Watt denke ich, okay, das passt schon irgendwie, ne? Aber 30 Watt, ich weiß es nicht. Aber gut, Hauptsache funktioniert. Wird auch schon warm. Ja, auf jeden Fall, die Pilzsuppe sollen wir hier in kochendes Wasser einrühren. Also warten wir ab, bis das hier aufgekocht ist. Und dann gibt es ja auch gleich Maultaschen. Und was soll ich euch sagen? Das Wasser ist am Kochen. Ich bin richtig begeistert. Habe jetzt nicht auf die Uhr geschaut, aber wir haben immer noch 74% Energie in der Powerbank drin. Der Leistungsunterschied von, ja, es sind immer noch 30 Watt, ne? Also die zeigt 30 Watt weniger an wie das Leistungsmessgerät hier. Das ist geblieben. Keine Ahnung, warum das so ist. Irgendwelche Toleranzen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kippen wir jetzt hier die Suppe schön rein. Rühren das einmal so ein bisschen durch hier. Leute, toll. Ich finde das richtig klasse, ne? So, machen wir das mal aus jetzt hier. Und nutzen die Resthitze. Das ist ja so eine gusseiserne Platte. Auch wenn die nur 8 cm hat. Aber auch da wird sich sehr viel Resthitze noch speichern. Und so hauen wir jetzt einfach hier die Maultaschen, wie gehabt, in den Topf. Diesmal einer in einer vernünftigen Größe. Ne? Nicht immer dieses winzige S-Bit-Reisekochset. Auch mal ganz angenehm. So, und lassen das Ganze hier einfach noch so ein bisschen ziehen. Ne? Die Maultaschen sollen da einfach jetzt so ein bisschen drin aufgehen. Das mal so schräg hier, dann passt das. Ja, so sieht das hier aus, Leute. Ich bin wirklich richtig positiv überrascht von dieser Powerbank. Auch wenn diese Art zu kochen natürlich alles andere als effizient ist, ne? Da gibt es weitaus effektivere Methoden, Spiritus, S-Bit, Gas oder sowas, ne? Aber hier ging es jetzt wirklich mal um den Härtetest und ihr seht, es funktioniert. Im Notfall könnte man sich damit wirklich
eine warme Mahlzeit zubereiten und nicht nur so ein kleines Häppchen, sondern eine wirklich große Portion. Und wenn ich bedenke, wir haben mit 90% angefangen, jetzt haben wir 74, also keine 15% Energie hat die jetzt hier rausgezogen, die Kochplatte, ne? Da könnte man durchaus noch mehrere Male mit kochen, vielleicht auch zweimal für 3 Personen oder so, also richtig klasse. So, und da wir die Powerbank jetzt schon 25% entladen haben, wird es natürlich auch Zeit, sie mal nachzuladen. Das werden wir gleich mal oben auf dem Dach versuchen, mit Hilfe des Solarpanels. Aber erstmal gönne ich mir hier die schöne Stärkung. Damit sage ich guten Appetit und dann sehen wir uns gleich oben auf dem Dach wieder. Und damit herzlich willkommen hier in luftiger Höhe unter sehr bewölktem Himmel, aber dennoch sehr grell, deswegen muss ich die Sonnenbrille tragen. Also Leute, der Sommer dieses Jahr lässt natürlich mehr als zu wünschen übrig, das ist wirklich eine Frechheit. So, trotzdem wollen wir hier jetzt das Solarpanel mal ausprobieren. Das ist hier in so einem, ja, wirklich schön verarbeiteten Case drin. Da haben wir hier so eine Reißverschlusstasche dran, da ist dann das Ladekabel dran. Und gleichzeitig könnte man hier noch so ein Handy direkt einladen, drüber laden über USB oder beziehungsweise USB-C mit 3 Ampere beziehungsweise 2,4 Ampere. Das heißt, da könnte man sich direkt einstöpseln und Geräte dran laden. Ich mache es hier auch erstmalig diesen Draht hier ab und befreie diese Kordel aus ihrer Gefangenschaft. So, machen wir doch mal wieder zu hier. Dann eine Information noch, ich betreibe gerade diese Kamera mit dieser Powerbank, weswegen das hier eingestöpselt ist und derzeit wird hier eine Leistung von 13 Watt abgegeben. Ne? Aber wie gesagt, da ist doch, haben wir eben gesehen mit dem Messgerät, ist nicht so hundertprozentig drauf zu vertrauen, aber so im Mittel ist das doch eine sehr gute Angabe. Ne? So, das wäre das Solarpanel. Ich zeige erst noch mal die Rückseite hier und zwar kann man hier noch diese, ja, Aufsteller ausklappen. Die sind so mit Klettverschluss dran gemacht. Dann wird man das Ganze so rum hinstellen und kann das Ganze dann eben mit der Hilfe der Aufsteller hinten so entsprechend schön im richtigen Winkel zur Sonne ausrichten. Wie gesagt, die Sonne steht jetzt straight da oben hinter einer unglaublichen Suppe von Wolken. Leute, einfach ätzend sowas. Ne? Gut, mehr ist jetzt nichts dran. Dann würde ich sagen, schließen wir das Ganze mal hier an, weil ich denke, auch trotz Bewölkung wird hier einiges an elektrischer Energie jetzt umgesetzt werden. Also einstöpseln und dann mal gucken, was haben wir hier. Ja, trotz dieses schlechten Wetters laden wir immer noch mit 18 Watt. Das bedeutet, 13 Watt geben wir raus. Das bedeutet, unterm Strich laden wir jetzt mit 5 Watt effektiv. Das bedeutet, diese Powerbank könnte bei dieser Bewölkung schon in etwa einer Woche wieder aufgeladen sein. Ne? Ist natürlich Humbug jetzt. Also wenn die Sonne richtig drauf knallt, dann verspricht dieses Solarpanel mit bis zu 100 Watt zu laden. Und damit ist das dann eben in den 7 Stunden, die der Hersteller verspricht, aufgeladen. Ne? Also eine richtig tolle Sache. Aber ihr seht, auch das hier ist alles andere als Rucksack- und wanderungstauglich. Ne? Ich halte es dennoch sehr geeignet, wie gesagt, für, ja, zum Preppen, für Krisenvorsorge und eben auch für Caravan- und Wohnmobilfreunde. Ja, das ist das, was ich dazu sagen kann. Trotzdem, ich bin sehr positiv überrascht. Mir hat das richtig Spaß gemacht heute, mich mit den Geräten, mit den Gerätschaften hier so zu beschäftigen. Und schaut auf jeden Fall mal in die Videobeschreibung rein. Da findet ihr diese beiden Produkte hier verlinkt. Das Solarpanel ist optional. Das heißt, die Powerbank kommt nur als Powerbank und dazu eben die beiden Ladekabel. Und dazu gibt es auch einen Rabattcode. Schaut wie gesagt in die Videobeschreibung rein. Ja, damit bin ich dann jetzt auch raus. Bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, für euer Interesse und verabschiede mich mit den Worten: Geht raus, bewegt euch, ihr wisst Bescheid, Madidiot und tschüss.